Also legit. Das ist auch nur eine Tür. Hat er nicht gemacht. Jetzt eh nicht. Und ich komme hier nicht durch. Hä? Habe ich zu wenig auf mein Leben geachtet? Oder hat er uns gerade wirklich von 725 Leben einfach gewontappt? Holy shit. Okay, ich nehme alles zurück. Also die Haie sind ja ein Scheiß gegen den komischen Bongo Boy. Ich nenne ihn jetzt Bongo Boy. Der hat so komische Bongos am Arm. Habe ich irgendwas verpasst? Sind wir da jetzt nicht gerade lang gegangen oder so? Habe ich irgendwas nicht geskillt oder so? Jetzt ist meine Rüstung kaputt. Kann das überhaupt der Fall sein? Nee, ne? Sie hat ja nichts Haltbarkeit. Hä? Hä? Der nimmt ja echt gerade anders hops. Excuse me, Sir. Könnten Sie damit bitte aufhören? Das ist ja disgusting. Ist er wenigstens gestorben? Nee. Ah, das ist, glaube ich, ein heftiger Dude. Oh mein Gott. So. Hier will mich nicht durchlassen, ne? Kann ich jetzt wenigstens hier so durchgehen? Geht dann der Tentakel weg? Interesting. Ja. Dann nimmt er seine Tentakel weg, wenn wir von der anderen Seite kommen, weil er genau weiß. Ist nämlich jetzt scheißegal. Weil er ist ja schon auf der anderen Seite. Naja, komm, nimm die da auch noch weg. Was sagst du jetzt? How amusing. Ja, du mich auch. Mann. Ja, einfach one-shottende Viecher hier mir einen Weg reinlegen, damit ich mich dreimal muss nochmal neu anfangen, den Weg hier zu laufen. Das ist nicht so amusing. Manometer, da ist wieder irgendwas dabei. So. Hi. Okay. Ei, denkt sich dann doch. Ja, gut, dann ne, tippt man den doch mal. So. Jetzt können wir noch einmal ganz da oben lang gehen und dann gehen wir mal in eine Tür rein. Dann gucken wir mal, wo uns die Tür hinführt. Okay, da führt gar nichts mehr hin. Und da oben? Das ist wahrscheinlich nur noch mal so ein Raum. Genau, ja. Mit dem Hai. Okay. Ab ins Türchen.
Alles erkundet. Und den Boss so ein bisschen genervt. Also den Gott. Die Tiefen des Tempels. War das eigentlich? Waren das legit zwei Wege? Nee, es gibt nur einen. Okay, hier haben wir auch keinen Port. Aber wieder viele Tentakel. Oh no, 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 no. Du wirst uns nicht zerfetzen. Ich glaube, wir müssen da oben hin, ne? Ich mal schwer davon aus. So, wir haben hier keinen Port, aber das ist trotzdem so groß. Macht ja fast schon keinen Sinn, ey. Okay, also wirklich, so, die haben sich auch gefragt, wie groß wollen wir die Dungeons machen? Und einer stand daneben und sagt, ja! Holy shit! Wie groß die hier sind einfach. Das ist ja krass. Oh nee, hier kommt so einer. Da hat bestimmt einer gestanden und gesagt, hey, wir können die ruhig ein bisschen größer machen. Ist ja eh keiner so doof und erkundet die komplette. Ja, falsch gedacht. Hier sitze ich. Sag mal. Was runter geht's denn bitte noch? Jetzt ist das so ein Endlos-Ding. Hier werden einfach immer wieder Räume angehangen. Holy shit. Geh erstmal komplett da runter. Bis da nichts mehr geht, ey. Bis da nichts mehr geht. Und noch viel weiter. Okay, hier ist Schluss. Gut. Oh. So. Was haben wir hier noch? Okay, okay. Nein. Nicht gestunt werden, nicht gestunt werden. Nicht, wenn so ein Typ daneben steht. Der auch wiederbelebt wird. Wir haben noch keine Kiste oder so gesehen, ne? Oder ich bin einfach an 5000 vorbeigerannt. Mann. Imagine. Ohne TP. Hier jetzt sterben. Geil. Sag mal, jetzt geht das hier noch weiter, oder was? Ich ist ja wirklich huge. Also ohne Witz, ich würde behaupten, das ist bis jetzt der größte. Auf mich zu stunnen. Und was ist das jetzt für eine Tür?
Hier geht's wieder zurück in den Tempel. Ah, das ist die andere Seite. Ah. Ich verstehe. Das ist jetzt die andere Seite. So. Ach, Gott sei Dank. Das ist dann nichts mehr. Und es da wird dann bestimmt auch nur so ein kleiner Abschnitt sein und eigentlich gar nicht wirklich irgendwas. Mein großartig. Ja, sehr schön. Ja, komm, hi. Bin ich aber auch sehr konsistent. Ne? Da kommt immer in so einer Kammer ein Hai. Kann man sich immer drauf einstellen. Okay. Was haben wir hier oben noch? Zwei solcher Dudes. Okay. Jetzt Dingsbumsen. Oh yeah. Ach, da geht's auch. Ah ne, da geht's nicht weiter. Okay. Kanonhai? Nee. Ist ja auch keine solche Kanon, ne? Gott! Viele Gegner, viele Gegner. Au, 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 au. Nee, 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 nee. Mann, da waren zu viele Gegner, die dann angegriffen wurden. Und ach, Mann. Ja, dann gehen wir erstmal nach hier. Ach, Gott sei Dank. Wirft es uns an den Anfang und hat. Und wir müssen nicht wieder alles neu erkunden. Hätte ich sowieso nicht gemacht, aber. Schon mal schön. Diese Viecher hier, ne? Heiliger, was weiß ich was. Der heilige Bimbam. Okay, dann haben wir alles einmal aufgelevelt. Dafür machen wir das auch sehr gerne. Einfach unsere Fähigkeiten damit extrem aufleveln, wenn wir alle Gegner hier einfach clearen. Und alle wäre auch ein bisschen übertrieben. Wieder so einer. Oh ne, zwei. Ach, Spiel. Du weißt doch, welchen Gegnertyp ich liebe. Und dann gibst du mir immer ganz viele davon. Manch einer möge behaupten, das wäre Absicht. Was sagst du hier, wenn wir nachher irgendwie mal wirklich ins Riften kommen, einfach nur solche Gegner. Einfach nur solche Gegner. Würde ich ja wirklich fühlen, ey.
Was hat er aber auch wirklich für Leute in seinen Tempel eingeladen, ey? Hätte ich ja nicht gemacht. Muss ich ja ganz ehrlich sein, ne? Muss ich ganz ehrlich sein. Die hätte ich mir ja gar nicht hier reingeholt. Wäre ja wirklich ätzend. Okay, ich glaube, so langsam haben wir uns. Das Eckchen da oben noch. Und dann können wir theoretisch durch das Türchen gehen. I am not a man of many pockets. Okay, jetzt haben wir aber wirklich viele Materialien. Können wir das dann noch mitnehmen? Huch, Blitzelementar. Das ist neu. Gut, dann scannen wir mal einmal. Unser Feuerbällchen will weiter Durchdringung haben. Unser Dings will weiter entfachen Chance haben. Das da will weiter. Da haben wir alles reingeskillt. Den Bereich größer machen, weiß ich jetzt nicht, ob wir das müssen. Weniger erlittener Schaden um 7% pro Punkt. Allerdings weniger während des Kanalisierens von Desintegrieren. Desintegrieren wird schneller zum nächsten Rang aufgewertet. Oh! Zwei für diese, dass du auf Rang 2 mehr Schaden erleidest. Und wird auf Rang 3 verdoppelt. Oh! Okay! Ja, wir müssen den auch länger da reinhalten, ne? Theoretisch. Da könnten wir jetzt auf Tempo verbessern gehen, ne? Dass wir einfach 100% schnelleres Tempo haben für das aufzuleveln, sodass wir Desintegrieren nicht so lange müssen casten, damit das einen höheren Rang hat. Okay. Was war das hier? Okay, Schaden pro Verbrauch der Rune. Das könnte man machen. Erhöhter Mana-Regen pro Rarune, 2 pro Punkt. Das wäre actually auch noch geil. Ah, da geht die Abklingzeit aber übelst nach oben, ne? Zaubersäule wieder. Okay, also maybe gehen wir sogar da drauf und sagen erhöhter Mana-Regeneration 2 pro Punkt. Oder wir holen einfach mehr Mana zurück und kriegen mehr Ward. Das wäre auch ein Ding, ne? Schaden pro Rundtyp. Okay, dann würde ich doch sagen... Gehen wir da rein. Let's go. Sanktum des Architekten. Die hat ihren eigenen Bereich im Tempel?
gods. Ehrlich? I'm actually starting to regret I never learned that drying cantrip. Das ist auch geil. Einfach wenn der Charakter sagt, oh mein Gott. Es tut mir so leid, dass ich niemals den was sagt man, Drying, also den. Oh mein Gott. Viel Damage. Den Bockenmacht-Spell gelernt habe. Ja, das wäre sehr nützlich gewesen, in so einem Wassertempel hier alles trocken zu machen. Dude. Warum hast du den vergessen? Mann. Ich hab nie gesagt, vergiss den. So. So, diese Blitzelementare, die sind auch safe von dem. Von der Architektin. Will mich doch safe einfach nur nicht im Tempel drin haben. Die will einfach den Gott für sich. Und sagt nur immer, sie redet mit dem Gott. Dabei redet sie gar nicht mit dem. Sondern damit, keine Ahnung, zapft die den einfach ab oder so. Weiß ich nicht. Das wäre krass. So voll machthungrig und so. Das wäre wirklich, das wäre krass. Was ist hier drin? Nix. Da ging die Tür auf, da müssen wir doch mal gucken. Okay, hier ist die Architektin, mit der reden wir noch nicht. Nee, nee. Ist aber auch krass, was macht die denn da? Architektin da rum. Nice, 750. Ah, nee. Ach, der Boy. Sich einfach wiederbelebt. Mich dann bald nichts auseinander nimmt. Gut. Dann mal ab zur Architektin. Mal gucken, was die da so treibt. Da vorne noch einmal leveln, ne? Hier war nichts dabei. Ich hoffe ernsthaft, das bringt was. Hallo, Architektin. Du versuchst es immer und immer wieder. Ist dir noch nicht klar geworden, dass ich dich mit Absicht von Lagon fernhalte? Ich wusste es! Ich bin die Einzige, die mit seinen Wutausbrüchen umzugehen weiß. Daher muss ich darüber entscheiden, welche Informationen ihm zugetragen werden. Ich habe darüber nachgedacht, was du mir im Turm erzählt hast, und ich habe eine Entscheidung getroffen. Wann die da wäre? Oh, darf auf keinen Fall von Herods Tod erfahren. Das Risiko, dass seine Reaktion mein Volk in Gefahr bringen könnte, ist einfach zu hoch. Ich bitte dich, noch ein letztes Mal zu gehen. Sorry, aber, I need to. Das bereitet mir keine Freude. Ich werde dir einen schnellen Tod bereiten. Es tut mir wirklich leid, wenn du das wirklich so willst. Aber dann werde ich dir einen langsamen und qualvollen Tod bereiten. So ist es. Denn du wirst verbrennen. Du wirst verbrennen. Aufs Übelste. Und das wird ganz schön wehtun. Wo bist du hin? Mann.
Bleib doch stehen! Sehen, da ist sie. Weg mit dir. Sorry. Mann, hör doch auf, ans Ende der fucking Map dich immer zu porten. Das gibt's doch nicht. Weg mit dir. Ah. Spürst du es? Spürst du die Wunden des Verbrennens? Spürst du sie? Liat, ich hab das niemals gewollt. Du bist diejenige, die dir das gerade zufügt. Es tut mir auch nicht leid. I'm sorry. Doch nicht. Ich meinte, es tut mir nicht leid. Komm schon. Und dead. Ja. Lagan is unpredictable. I was trying to protect everyone. Also, ich will dir nur was sagen. Ne? Aber du hast hier niemanden beschützt, weil der andere Gott, der vierte im Bunde, der böse, der killt nämlich dann sowieso alles und auch dein Volk. Also, ich weiß gar nicht, was das da überhaupt zu diskutieren gibt. Wenn der kommt und sagt, ja, ich kill dein Volk, safe. Und wir könnten Lagan überzeugen, so, mach mal nicht, Bro. I don't know, ich weiß nicht. Also, das entzieht sich meiner Logik. Kolosseum an Meeresboden. Überlebe Lagans Prüfung. Gerne. Was für eine Prüfung hat der Gute in Mind? Hi. Oh Gott. Muss ich ihn hier killen? Nee, ich muss ja mit dem Tag gehen, ne? Safe. Hoppa. Okay. My waves will shatter you. Oh, nee. Das lassen wir mal. Das lassen wir mal. Zwei Bossfights direkt hintereinander. Das kann ja nur gut werden, ey. Das hat niemand gesehen. Ich war gestunt! Mann! Stunt ist es Magiers Tod. Wie man so schön sagt. Warum war da übrigens nochmal so ein Hauptquestpunkt. Oh Gott. Ich hasse es, wenn Gegner stunnen können. Mann. Lass doch mal nicht machen hier. Und der Beam. Der Beam ist halt leider extrem krass, ne? Nur mal gesagt haben. Der ist halt wirklich insane. Oh mein Gott. Nee! Lass ein, Bro! Ja, ja, das ist gut, dass sie mich shattern wollen, aber ich will das nicht, okay? Das ist echt unfair. Just saying. Ruf mich zu stunnen! Hi! Und dann vor allem stunnen und in den Laserbeam rein. Mh, geil. Jawohl. Das mögen wir doch alle. Da sind wir doch dabei. Das ist prima. Viva Bologna. Okay, okay. Auf mich zu grabben. Okay. Grabben? Uncool. Was ist das? Ja, und den Beam bitte auch nicht. Falls nicht. Oh mein Gott. Was war das? Was war das? Was war das? Hallo? Das war eine Welle! Die Welle hat mich einfach umgenietet!
Fuck, wir sitzen länger an dem. Hä? Bro, please. Hör doch jetzt auf zu one-shotten. Das gibt's doch nicht. Muss ich mir diesen Schild wieder reinmachen? Einfach nur für den Boss da oder was? Das kann ja nicht sein. Oh. Muss ich, glaube ich, mein Dings ein bisschen besser aufheben. Mein Charge. Ich glaube, das ist auch ein One-Tap. Also wenn ich da drin bin, dann ist gone. Okay, ich muss ihn, glaube ich, nur auf Half-Life bringen, oder? Da war was. Komm, nur auf Half-Life. Das würde mir sehr gefallen. Mehr hast du nicht drauf? Ja, doch, natürlich habe ich mehr drauf, wenn du mich jetzt nicht auseinandernehmen würdest mit deinen Wellen. Okay, ich muss halt wirklich aufpassen, ne? Die sind halt brandgefährlich, diese Wellen. Nur nicht in die Wellen rein, nur nicht in die Wellen rein. Wenn ich nicht in die Wellen reinkomme, dann ist alles in Ordnung. Nur nicht in die verdreckten Wellen hier rein. Ja, schön. Schön. Nein, nicht in die Welle. Nicht in die Welle. Nicht in die Welle. Nicht in die Welle. Das ist das Einzige, was mich hier killen kann. Die laufen einfach im Uhrzeigersinn immer mit. Ich glaube, die kommen im Uhrzeigersinn, die Wellen. Aber kann man denen dann gut ausweichen? Das glaube ich, immer die Tentakel kaputt machen, ne? Heißt, glaube ich, einfach nur überleben. Okay. Hört ihr mich jetzt wieder zurück? Jawohl. Hi. Machst du jetzt mehr? Kannst du jetzt mehr? Das wäre echt mies, wenn du das könntest, ne? Just saying. Auf mich zu stunnen und dann versuchen, in diesen Dreckssturm da rein, ey. Den du da castest. Ich finde das nicht cool. Oh mein Gott. Ja, ja, my waves will shatter you, ja. Ich shatter dich auch gleich, ey. Panik, die Panik. 20%. Bitte, bitte. Okay, mach wieder den hier. Oh, mein Gott. Das war knapp. Ich hab keine mehr. Das ist jetzt. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut, ist das. Nee. Oh Gott. Oh, einfach mal einen Heiter bekommen. Ah, da liegen auch noch welche. Auf da! Oh mein Gott, komm schon, stirb! Oh, war das necessary? Ganz ehrlich. Das reicht. Ich habe genug gesehen. Dein Konten hat mich gut unterhalten und dafür darfst du leben. So, nun sag, warum du hergekommen bist. Boah, Riot Hero Rod getötet. Hat er das? Ihr dreiste Vogel. Miyaza sollte als nächstes an der Reihe sein. Wenn Ryan mir einen Gefallen tun würde. Iyad hat solche Gewalttaten erwähnt. Das war sehr viel interessanter als ich Geschwätz über Handelsrouten. Kann er die Lanze von Hero Rod segnen? Seine Lanze? Ha! Hat er sie also mal wieder befreit? Dann gibt er sie auch noch so einem kleinen Sterblichen. Wie lustig.
bist ein amüsantes kleines Ding, Reisender. Ich gewähre dir meinen Segen. Okay, ich bin ready. Danke. Er starrt ungeduldig auf dich herab. Oh, ihr scheint euch nicht zu besorgen. Sollte ich denn besorgt sein? Selbst ein Temperament würde niemals unter die Wellen hier reichen. Doch diese bittere Schlange Mayasa, in ihrer Wüste ist sie schutzlos. Ich habe keinen Zweifel daran, dass sie die Nächste sein wird. Es wäre eine Schande, mir das entgehen zu lassen. Was ihr angeht, ich muss ihr Leben nehmen, um euch zu erreichen. Ihr Leben? Ihr Leben gehört mir, Sterblicher. Ich lasse sie zur Strafe eine Walle in ihrem verrotteten Körper stecken. Gib dich keinen Illusionen hin. In meinem Reich kontrolliere ich alles. Jeden deiner Schritte. Jeden deiner Atemzüge. Und was ist mit Dedima, eurem Volk? Jetzt hörst du dich schon an wie... Jetzt hörst du dich schon wie Lea dann. Die Leute in Tetima sind nichtig. Ich könnte jede Belagerung der Stadt mit einem meiner Stürme hinfortspielen. Komm schon, Sterblicher. Dein Gewissen ist langweilig. Was für ein zweitklassiger Gott. Schreite durch mein Portal, um an die Oberfläche zu kommen, bevor ich meine Meinung ändere. Ich könnte auch diese Wellen entfesseln und dich schwimmen lassen. Das sind ja nur ein paar Kilometer. Okay, ich gehe schon. Tschüss. Mann, Meter, Alter. Ja, Boy. Erstmal noch skillen. Junge, das gönne ich mir jetzt aber. Aber wir machen mal zusätzliche Glut. Let's go. Gehen wir durchs Portal durch. Ja, was bin ich hier sehen? Tentakelfight, ja. Holy shit, war das ein Fight, ey. Der war krass. Der war krass. Also, wenn ich fast jeder zweite Angriff einfach one-tappt. Was sagen die hier? Also, du lebst. So. Er redet ja. Bin ich denn weggekommen? Warum bist du weg, bevor ich zurück war? Nee. Du hast nichts dazu bei. Das beantwortet nicht seine Frage, würde ich jetzt mal behaupten, aber dann sage ich, warum bist du weg? I promise you. I had no choice. I was swarmed by Maruna. Okay. They're supposed to leave the piers alone. But after you left, they swarmed from the water. Okay. Zweifle nicht an dir. Well, how did it go? Wir gehen mit Lager und erzählen. God in the eye and accept their challenge. Mhm. The way you describe him, he sounds cruel. Ja. Lagan's worship has declined. Ja, definitiv. Vielleicht ist er nicht so gut, als ich vielleicht denke. Lagan is a force to fear. Few left revere the god of storms. Yep. What you said is true. Perhaps he's no guardian at all. Nee, der ist kein Guardian. Ja, hab ich. Did Lagan put up a fight? Oh ja. Das hat er, aber gewonnen habe ich. I wish I was there. Though I've been busy, I got Harten on our side. Das habe ich schon vor dir gemacht, den zu überzeugen, aber es ist okay. Ist okay. We're forming an army. According to Harten, towns from all over will be happy to join our cause. Okay. Ich vertraue einfach mal den. Ja, das glaube ich. Make it to Majelka. I'll gather our army while you meet with Majessa. Okay. Gaze upon the jeweled city together soon. Pass auf dich auf, my boy. Können wir jetzt eigentlich mit all denen wiederreden und die sagen was anderes? Godspeed, we're here. Oh, du bist es, der von der Insel. Ich bin's. Ich kann sie noch hören. Jedes Mal, wenn ich auf der See hinausschaue, jener Ort, er ruft mich zu sich. Immerzu muss ich an ihn denken. Alles, was ich will, ist ihr Lied wieder zu hören. Bitte. Ach, das war der Typ, den wir gerettet haben. Mit seinen Dingsen. Habe ich meinen Augen auch nicht gedrungen? Du bist ein Meereswirbel mit Blitzen vor mir aufgetaucht. Ich konnte das Salz schmecken. Bist du aus dem Sturm geritten?
Ist das eine offizielle Bezeichnung dafür? Mein Freund, wir sind Sturmreiter. Der Nervenkitzel, das betörende Gestern von Blitzen, die einem durch die Knochen fahren. Meine nächste Reise auf der wütenden See widme ich dir. So, danke. Können wir mit all denen nochmal reden, das ist gut. Würde meine Unhöflichkeit, aber ich habe keine Zeit mit dir zu sprechen. Ich bin gerade dabei, die Unfähigkeit meiner Untergebenen anzubringen. Stay safe. Okay. Alright. Was hast du da? Die Fernseher. Okay. Das habe ich ja schon abgegeben. Hat sie einfach nochmal dasselbe gelabert. Okay, perfekt. So. I cannot do that. Ja, ja, ich weiß, dass du das nicht machen kannst. Sehr lebendig jetzt. Gut. Dann gucken wir mal, was wir hier noch so haben. Materialien übertragen. Das kann weg. Ich glaube, wir werden auch niemals wieder eine bessere Rüstung hier finden, ne? Das war sowieso Schurke. Warum? Erhöhte LP deiner Diener. Mein Gott. Why? Gut. Die können wir in die Truhe packen. Aber. Dann machen wir das doch mal. Erstmal hier das da rein. Und dann den Götzen da rein. Nice. Sortieren wir das Ganze mal. Ja, können wir mal sortieren. Let's go. Wir werden noch ein paar Götzendinger bekommen. Da bin ich mir sicher. Da bin ich mir definitiv sicher. Sprechen wir noch mit Julia. When Harten returned without you, I grew worried. What happened? Ja, noch mal einer erzählen. You met Lagon and have his blessing? Oh, thank a Terra. Ja, thank Lagon, weil er seinen Segen gegeben hat, aber ist okay. I only wish we could have won Liath's support. Did you have to kill her? Sie ist ja nicht tot, ne? Also stirbt ja niemand bei Lagon, ne? Die wird einfach jetzt in ihrem verrottenden Körper noch so ein bisschen dahin sichern, bis er sich dann denkt, ach ja, jetzt kannst du wieder, ne? Jo, sie ließ mir keine Wahl. There must have been some way to persuade her. Though, Architect Liath is no fool. Ja, die wollte halt fighten, was soll ich sagen? We must find Majasa. I've spoken with Melvern and convinced him to ferry us to Sorath Kaar. Okay. It will be a long road to Majelka after, but you are used to walking. Ja klar, natürlich. Wir laufen da jetzt mal hin. Gar kein Problem. Ich guck mir die Karte kurz mal schnell an. Detima? Majaka. Wir sind schon von hier oben nach da, nach ganz darüber, dann wieder zurück und dann laufen wir jetzt ganz darunter. Will nichts sagen, aber ist schon ziemlich undankbar, ne? Mann. Das ist zweimal dieselbe Quest. Okay. Dann gehen wir mal da drauf. Und sind einfach direkt schon da unten, ne? Aber warum hat die gesagt, laufen, wenn wir mit dem Schiff dahin fahren? Weird. Okay, so, bevor wir mit denen reden, machen wir einmal eine kurze Pause. Ich gehe mir was zu trinken holen. Und mache hier wieder ein bisschen Fenster auf. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Mal hier den da. Mal das Ding da. Und dann bis gleich.
So, da sind wir wieder. Let's go. Weiter geht's. Mal gucken, was die Guten zu labern haben. Was hat der Harten da? Da bist du ja. Was machst du denn hier draußen? I've been questioning things. My devotion to Lagon. Despite years of telling myself things would get better. They never have. Nee. Alles in Ordnung. I needed a change of scenery. Okay. Also, I'd like you to take this. My idol of Lagon. Hopefully it can help someone else. Oh, nice, danke. There's a shrine just outside the city. People leave idols there to protect others on their travels. Okay, nice. How did you enjoy the trip? Ja, war gar nicht so schlimm, ne? Mhm. Das kannst du ignorieren, weißt du? Da bin ich froh. Das kannst du ignorieren. Weißt du, wie die Lage ist? I do not. Though be on guard, you will need to arrange a caravan to Majelka. Doch sei auf der Hut. Ja, wohl, wahrscheinlich sei auf der Hut. Okay. Du musst eine Karawane mit Jacker auftreiben, okay? Willst du mich begleiten? No. Natürlich geht niemand mit außer Garel? Ja, ich glaube Garel. There are things I need to take care of here. I'd apologize, but I feel like you can handle yourself. I do recommend you seek out the Sapphire Nagasa before you go. Good. Okay. Then I'll see you in Majelka. Was kannst du mir sagen? As much as I know, it has changed a lot. Sorath Kaa is small, but sea transport helps it grow. Mm-hmm. It's the only place you'll find Sapphire Nagasa other than their temples. Here they have autonomy. Mm-hmm. Thankfully, they aren't hard to find. Look for anything big and scaly at the end of the docks. Okay, big and scaly. Okay, warum genau sind da... Was genau sind eigentlich Nagasa? They are not that different from you and I, just reptilian. In that sense, they're no more different than when Gari or Osprix. Okay. They follow Majasa. Or at least they used to. There's some division amongst their ranks. They follow a caste system. I only know Sapphire. You would have to ask someone more knowledgeable to hear more. Okay, ich bin bereit. Let's go. Mal hier noch. Sieht nicht aus, als würdest du eine Ladung Kupfer dabei haben. Habe ich recht? Das kann ich tatsächlich nicht behaupten. Jemand sollte eine Ladung Kupfer vorbeibringen. Anscheinend ist derjenige neu dabei. Ich wollte ihn ein bisschen anlernen. Ich kann mich kaum an seinen Namen erinnern, aber er genießt wohl einen guten Ruf. Ich habe bereits für die halbe Ladung bezahlt, aber das Kupfer, das man mir gebracht hat, war von furchtbar schlechter Qualität. Okay, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer das gewesen sein soll. Kann auch nicht jeden. Emda, was denkst du über die Nagasa? Fragst du? Ich habe sie auch nie gemocht. Sie scheinen nicht wirklich vertrauenswürdig, als würde sie stets irgendetwas aushecken. Weil sie denken, dass wir zu blöd sind, um es mitzukriegen. Weißt du, was ich meine? Klar. Und da kommen sie auch noch in den verschiedensten Farben daher. Smaragdgrün, Rubinrot, Diamantfarben. Für mich sind sie alle gleich. Das sind Pokémon-Editionen, oder? That's your say. Aber dann gibt es ja noch die Saphirblauen. Die stören mich kaum. Denn wenn ich so drüber nachdenke, habe ich sie bislang auch nur hier gesehen. Ich weiß nicht, warum sie gerade hier leben, aber sie scheinen recht freundlich zu sein. Ich mache mich nochmal auf den Weg. Tschüss. Was haben wir hier? Das ist einfach inakzeptabel. Was kann ich denn? Ah, du da. Kennst du zufälligerweise einen von den Schuppenbahn? Nee, nicht wirklich. Hör zu. Da hat es wer auf mich abgesehen. Diese Nagasa unterbieten meinen Preis auf dem ganzen Markt. Die wollen mein Geschäft ruinieren. Niemand hier kauft meine Ware zu den Preisen, die nötig sind, damit ich Gewinn mache. Damit du es weißt, das liegt alles nur an diesen elendigen Nagasa. Okay, und warum brauchst du die Schuppenbahn? Na, die sollen herkommen und sie ein bisschen vermöbeln, was sonst? Das ist doch ihr Ding, Korruption zu bekämpfen und all das. Ich will doch nur, dass mein Geschäft wieder läuft. Ja, dann wünsche ich dir viel Glück. Farewell.
Du wirst der Erste sein, der auf die Schnauze bekommt von den Nagasa. Da bin ich mir aber ziemlich sicher. Was haben wir hier noch für einen Boy? Yes. Oder Girl. Ist Sorteca nicht wunderschön? Ich bin hier vor einigen Jahren aus Tetima hergezogen und habe es seitdem nicht bereut. Okay. Wenn ich bedenke, dass ich hier wegen einer Frau hergezogen bin, bildhübsch die Gute. Aber leider hat es nicht geklappt. Immerhin hast du dich in die Stadt verliebt. Letztendlich konnte ich keinen Grund finden, von fortzugehen. Okay. Das Essen ist großartig, es ist der bessere Ort, um zu handeln. Und ich weiß, das ist eine unbeliebte Meinung, aber einige von diesen Nagasa sind richtig süß, nicht wahr? Ich stehe nicht so auf Schuppen oder Schwänze. Jeder wie er will. Vermutlich können nur wirklich kultivierte Leute die Schönheit erkennen. Hey! Schau vorbei, solltest du hier das Licht sehen. Vielleicht kann ich dich dann weiter erleuchten. Na dann. Okay. Tschüss. Da ist auch noch ein Boy. Oder ein Girl. Yes. Yes. Was? Ich tippe immer schwer darauf, dass du auf dem Weg nach Majelka bist. Das bin ich tatsächlich. Alles, was hier ankommt, endet irgendwann in Majelka. Auf die ein oder andere Weise. Und du hast Glück. Das ist ein wirklich einzigartiger Anblick. Ich wäre ja selbst dort, wenn ich meine Eltern hier in Sorteca nicht zur Hand gehen müsste. Ich hoffe, du bekommst irgendwann die Gelegenheit. Haha, danke für den Optimismus. Irgendwann bestimmt. Es wird nur eine Weile dauern. Auf jeden Fall, pass auf den Straßen hier gut auf. Die meisten Leute schließen sich großen Karawanen an, an die sich die Wildtiere nicht rantrauen. Das ist der einzige Weg. Ich weiß nur nicht, ob du dir diesen Luxus leisten können. Okay. Danke für den Tipp. Ich werde Acht geben. So sieht das nämlich aus. Aber ich bin auch stark. Ich brauche das normalerweise nicht. So, wen haben wir da? Ja, wir haben dich sogar schon, glaube ich, gesehen, meine Gute. Hoffentlich nichts Gutes. So, that wherever you go, trouble and bodies soon follow. Oops. Would you care to dispute that? Was? Nee, Tote? Bach, kenne ich nicht. Was soll das sein? Nicht bei mir. Mm-mm. Ich kann nie berühmten, dass die Gerüchte falsch sind. Doch, kann ich. Okay. Ich weiß es sowieso. The Ospreys have generally left us alone, and knowing your reputation with them, I can't imagine that'll be the case if you stay here long. Die Ospreys sind nicht unbedingt gut auf mich zu sprechen, und ich würde es vorziehen, ihn aus dem Weg zu gehen. Nor am I a fan of theirs. If you head out to the crossroads, you should encounter the staging area for our trade caravans. Talk with them and they'll take you to Majelka. They'll know who you are. Okay, danke für die Hilfe. Warum wissen die, wer ich bin?